Also ich bitte jetzt Klaus Lederer zu mir auf die Bühne. Herzlich willkommen, der Landesvorsitzende der Berliner Linken. Und ich übergebe auch mal direkt an dich zu unserem Podium zum Thema Kampf gegen den Rechtsextremismus. Vielen Dank. 9. Mai 2015, 70. Jahrestag des Tages des Sieges. Wir haben heute gedacht, wir haben geehrt, wir haben in der Zwischenzeit sicherlich auch das eine oder andere Mal ein bisschen gefeiert, bei der Musik, bei den Filmausschnitten. Und dennoch geht es bei der Erinnerung und beim Mahnen nicht um gestern oder vorgestern, sondern es geht um heute und es geht um das Morgen. Und wir haben uns Gäste eingeladen. Und auch wenn Ayşe Demir vom Türkischen Bund Berlin-Brandenburg kurzfristig absagen musste, so freue ich mich doch, dass heute drei Mitstreiterinnen und Mitstreiter hier sind. Und zwar darf ich hier auf der Bühne begrüßen zunächst Bianca Klose von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus. Ja, komm an meine Seite, die Lehne hier hinten soll ein bisschen instabil sein, für mehr hat das Geld nicht gereicht. Hans Koppi, unser VVN-Kamerad und Genosse. Hans, komm bitte zu uns nach vorn. Und du hast die Wahl, links oder rechts. Last not least, Christoph Kopke von Moses Mendelssohn Zentrum an der Universität Potsdam. Christoph, herzlich willkommen hier bei uns vorn. Wir haben nicht viel Zeit. Ich habe ganz viele Fragen. Wir könnten 2 Stunden diskutieren und bedauerlicherweise ist es 70 Jahre nach der Befreiung Deutschlands vom Faschismus, gibt es auch noch Gründe genug leider, 2 Stunden oder länger über dieses Thema zu diskutieren. Wir müssen uns kurz fassen und deswegen beginne ich mit Hans. Hans, ich gebe dir auch mal dieses Mikrofon hier rüber. Zunächst möchte ich dir gratulieren. Du hast gestern bei einem Empfang der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus von der polnischen Kombatantenvereinigung gemeinsam mit unserem Fraktionsvorsitzenden Udo Wolf eine Medaille bekommen für dein Engagement um die deutsch-polnische Verständigung und hier auch nochmal herzlichen Glückwunsch an dich. Es ist noch nicht allzu lange her, da war das Engagement für die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes eine Erwähnung in Verfassungsschutzberichten wert. Es ist gerade mal 30 Jahre her, dass ein Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland vom Tag der Befreiung gesprochen hat. Es ist bedauerlicherweise so, dass nicht mal der Berliner Senat es schafft, mit einem Senator oder einer Staatssekretärin oder einem Staatssekretär beim polnischen Ehrenmal oder beim sowjetischen Ehrenmal einen Kranz niederzulegen, 70 Jahre nach dem Tag der Befreiung. Götz Ali muss die Zivilgesellschaft aufrufen, damit wir gedenken. Hans, wie ist deine Einschätzung, wie ist deine Bilanz nach 70 Jahren und sind ja auch deine 70 Jahre antifaschistischen Engagements? Wie tief ist der Tag der Befreiung in der Mitte der Gesellschaft angekommen, in den Köpfen, im Bewusstsein der Menschen verankert? Ja, wir haben ja einen Aufruf, eine Berliner Erklärung gemacht, wo wir zum 8. Mai doch im Kern zu 2 Sachen aufgerufen haben. Erstens, dass also es endlich dazu kommt, dass ein offizieller Gedenktag für den 8. Mai als Tag der Befreiung und natürlich auch als ein Tag, der erinnert an Faschismus und Krieg, aber auch an die Überwindung. Und das Zweite, dass wir dazu aufgerufen haben, dass die sowjetischen Kriegsgefangenen endlich in die Entschädigungen mit einbezogen werden und dass also die deutsche Regierung nicht nur in Worten, sondern auch in Taten etwas tun muss für die Entschädigung für Morde, Massenmorde in Italien, in Griechenland, aber auch in anderen Ländern, in Belarusland zum Beispiel, dass jeder Vierte umgebracht worden, ganze Landstriche waren verwüstet. Und hier zeigt sich auch natürlich, dass gerade sagen wir, bei dem ersten denken wir, dass es doch Signale gibt, dass dieser Tag der Befreiung als offizieller Gedenktag in der nächsten Zeit eingeführt wird.
Weil einerseits gibt es eine Befragung, wo sich ja über 70% der Befragten dafür aussprechen, dass es solch einen Tag gibt oder dass sie diesen 8. Mai als solchen ansehen. Und es ja auch eine breite Diskussion, wenn wir eben sehen, wie viele Leute auch jetzt an verschiedensten Veranstaltungen zum 8. oder auch heute zum 9. Mai teilnehmen. Das Zweite mit der moralischen Verantwortung ist schwieriger, wobei auch hier wir merken, dass gerade im Zusammenhang auch mit Griechenland sich etwas bewegt. Aber hierfür brauchen wir so eine Debatte, wie sie zum Beispiel mit der Rolle der Wehrmacht in der Nazizeit zum Beispiel anhand der Wehrmachtsausstellung gab. Oder um die Frage, wie geht es also ein Denkmal für den Holocaust zu errichten. Und diese Debatten stehen eigentlich, glaube ich, noch an. Denn hier in Berlin gibt es Gedenkstätten, vorzugsweise an den authentischen Orten. Aber sie spiegeln eigentlich das Gesamtsystem, was heißt eben Faschismus oder Nationalsozialismus hier in Berlin. Was ist Krieg? Und was sind hier von Berlin auch an Planungen in diesen ganzen Raub-, Vernichtungskrieg, Eroberungskrieg vorgegangen, wo also hunderte Millionen Menschen von betroffen waren? Dass diese 50 Millionen müssen hier in dieser Stadt auch nochmal zu Worte kommen. Und man kann nicht sagen, so wie es jetzt gesagt haben, wir sind die Weltmeister im Erinnern und haben alles hinter uns und schauen jetzt vor uns. Ich denke, hier gerade vor dem Hintergrund dessen, was wir erleben an Pegida, an Rassismus, an Antisemitismus, an Antiziganismus und allem, zeigt es, dass die Gesellschaft eigentlich noch nicht das alles verarbeitet hat, was dieses Nazireich uns hinterlassen hat. Ja, danke, Hans. Das Stichwort hatte Hans eben gegeben, Pegida. Wir hatten in den 1990er Jahren, Christoph, eine Mobilisierungswelle, eine rassistische Mobilisierungswelle. Mölln-Solingen waren da die Stichworte. Darauf hat eine ganz große Koalition das Asylrecht de facto abgeschafft. Es wurde nicht gemerkt, dass eine Mordbande hier durchs Land, durch Morden durchs Land zieht. Es wurden die Familien der Opfer, ich rede vom NSU, von den NSU-Morden, es wurden die Familien der Opfer diskriminiert und stigmatisiert. Augenblicklich erleben wir eine Situation, dass Pegida 30.000 Menschen auf die Straße bekommt. Bei der Eröffnung des Prozesses im OLG, beim OLG München waren wir in Berlin 1.500 Demonstranten, um einfach nur mal die Relation deutlich zu machen. Was spielt sich da unter der Oberfläche ab? Haben wir eine ähnliche Situation wie in den 1990er Jahren? Was geht da vor, Christoph? Ja, ich denke, da gehen verschiedene Prozesse gleichzeitig vor. Wir haben natürlich wieder eine rassistische Mobilisierung in Teilen der Gesellschaft. Aber ich bin eigentlich an dem Punkt eher optimistisch im Moment. Wir haben auch starke Gegenmobilisierung. Wir haben Initiativen für Flüchtlinge. Ich habe nicht den Eindruck, dass es Regionen gibt, wo es absolut unwidersprochen bleibt, wenn man jetzt mit rassistischen Parolen auf die Straße geht. Auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, Thema NSU haben wir natürlich auch über Jahre und Jahrzehnte eine Verharmlosung des Rechtsextremismus gehabt, wo sich bestimmte Spielarten von Extremismusforschung mit der Gleichsetzung von links und rechts beschäftigt haben und letztlich der Diffamierung von antifaschistischen Protesten. Und diese Extremismusforscher, die dann hinstellen, sich nach der Enttarnung des NSU und sagen, oh Gott, wer, dass Nazis Morde begehen können, das haben wir uns ja wirklich nicht vorstellen können. Das finde ich dann schon eher ein Problem. Stichwort auch die Opfer des NSU. Ich denke, dass in dieser Gesellschaft und auch bei den staatlichen Eliten überhaupt nicht angekommen ist, wie groß der Vertrauensverlust auch da ist, jetzt in der Anführungszeichen migrantischen Community. Hier hätte der Staat, hat der Staat eine ganze Menge wieder eigentlich auch wettzumachen, aufzuholen, an Verdächtigungen auszuräumen. Also insofern ambivalent, würde ich sagen, ist die Lage. Pegida ist ein Stück weit von Medien meines Erachtens auch großgeschrieben worden. Man hat vielleicht zu sehr die Dialogbereitschaft denen hinterhergetragen, die ja an Dialog kein Interesse haben von Seiten Regierenden. Andererseits bin ich doch auch ganz optimistisch, dass diese Stimmen und diese Bewegungen eben auch Widerstand erfahren und Widerspruch ernten.
Heute Nachmittag wird vor dem Hauptbahnhof eine Ansammlung verschiedenster Truppen sich treffen und will einen Marsch auf den Reichstag veranstalten. Bianca, ihr als mobile Beratung gegen Rechtsextremismus, schaut euch ja sehr genau an, wie die Akteure sind, was die Akteure vertreten, ideologisch vertreten. In 1990er Jahren war das alles relativ einfach. Also es waren die Stiefelnazis, die hatten eine Glatze, die konnte man erkennen. Heutzutage hat man das Gefühl, als aufgeklärter Linker, das ist nicht mehr so einfach durchzusehen. Und zum Teil wird nicht nur in Codes, nicht nur in Kleidung, sondern durchaus auch verbal versucht, linke Themen, linke Sichtweisen aufzugreifen. Wie stellt sich das da? Kann man da überhaupt noch durchsehen? Naja, also auch tatsächlich schauen wir genau hin als mobile Beratung gegen Rechtsextremismus, aber in diesem Wahnsinn fällt es selbst uns immer wieder schwer herauszukristallisieren, wo eigentlich genau die antidemokratischen Positionen dieser Gruppen sind, die antisemitischen Positionen, die diskriminierenden Positionen. Es wurde schon angesprochen, wir haben es derzeit auf den Straßen in vielen großen Städten Deutschlands damit zu tun, dass sich das, was immer früher in Einstellungsforschung belegt war, nämlich dass die Mitte, die sogenannte Mitte der Gesellschaft, sehr wohl alltagsrassistische, antisemitische Positionen beherbergt. Ja? Und das sehen wir jetzt auf den Straßen, auf unseren Straßen heute Nachmittag auch um 15 Uhr, wie du es schon gesagt hast, am Hauptbahnhof. Ich denke, die Klammer, die entscheidende Klammer bei diesen Spektren, die schon angesprochen worden sind, Pegida, Bergida, Reichsbürger, Pro-Deutschland, Friedensmahnwachen etc., ist vor allem dieser verschwörungsideologische, zum Teil auch antisemitische Positionierung. Das heißt, viele von den Menschen, viele Vertreterinnen von diesem Spektrum gehen davon aus, dass es eine kleine Gruppe gibt, eine Gruppe US-amerikanischer, jüdischer Menschen, die sozusagen die Fäden ziehen, die die Gesellschaft, die Politik, die Wirtschaft bestimmen. Es gibt diese Gruppen, bieten sozusagen für alle Lebenslagen einfache Verschwörungsideologische Muster an. In dem Moment, wo man so etwas kritisiert, werden nicht nur Vertreterinnen der Presse als Lügenpresse, als Judenpresse beschimpft. Und es ist sehr wichtig, dass wir auch als Linke erkennen, dass wir mit Nazi-Rausrufen bei diesem Spektrum nicht weiterkommen, sondern dass wir genau hinschauen, welche Positionen, welche verschwörungstheoretischen einfachen Muster werden dort angeboten, inwieweit gibt es dort halt auch eine Klammer zwischen sozusagen rassistischen, flüchtlingsfeindlichen Bewegungen, wie zum Beispiel auch Pegida, aber auch sozusagen Menschen, die denken, sie sind sozusagen, gehören der traditionellen Linken an. Und ich würde sagen, jeder aufgeklärte Person sollte heute schauen, inwieweit es möglich ist, zum Hauptbahnhof zu gelangen, um dort auch Positionen zu beziehen. Und ich meine, es wird immer wieder gesagt, die Reichsbürger, das seien wahnsinnige Menschen, die nach wie vor behaupten, die nach wie vor die Existenz der BRD ja bestreiten, die nach wie vor sagen, die BRD sei nur eine Fortsetzung sozusagen des Faschismus unter US-amerikanischer Flagge. Da kann man natürlich schnell sagen, das sind Wahnsinnige, das sind Idioten. Aber wenn man sich auf der anderen Seite ansieht, dass diese Reichsbürger gerade wieder Brandsätze sozusagen legen auf auch Reichstagsgebäude oder aber auch Drohbriefe an jüdische Einrichtungen oder muslimische Einrichtungen verschicken, wo sie die Menschen auffordern, wieder auszureisen. Wenn wir an die Morde von Breivik denken, die genau vor dem Hintergrund einer solchen Ideologie stattgefunden haben, dann wird doch klar, dass wir hier eine große Herausforderung begegnen müssen, dass wir besonnen, mutig uns solchen Menschen auch in den Weg stellen müssen.
Gesellschaftlicher Rassismus, gesellschaftlicher Antisemitismus, das ist uns allen bekannt. Wir engagieren uns seit Jahren, wir sind auf Demonstrationen, wir klären auf, wir leisten konkrete Flüchtlingshilfe. Der NSU-Prozess hat nochmal ganz deutlich gezeigt, oder überhaupt die Existenz des NSU hat nochmal ganz deutlich gezeigt, dass es ganz offenbar auch ein staatliches Rassismusproblem, institutionelles Rassismusproblem gibt in der Bundesrepublik Deutschland. Und das schienen viele nicht mehr, daher vielleicht auch der kurzfristige Schock, nicht für möglich gehalten zu haben, dass Behörden sich so unmittelbar auf dem rechten Auge blind zeigen. Christoph, jetzt sind 4 Jahre vergangen, es gab diverse Untersuchungsausschüsse, es gab diverse öffentliche Diskussionen zu dem Thema. Welche Bilanz siehst du? Ist irgendwas passiert? Ist überhaupt irgendwas passiert? Oder stehen wir eigentlich immer noch in derselben Situation wie vor drei, vier Jahren, dass eher vertuscht wird, dass eher abgebügelt wird? Was müsste eigentlich geschehen? Ich denke schon, dass etwas passiert ist. Es ist die Untersuchungsausschüsse, hast du erwähnt, die in einigen Ländern, leider fehlen noch Länder, die durchaus Anlass hätten, auch Untersuchungsausschüsse einzurichten. Ich nenne da das Land Brandenburg. Aber diese Untersuchungsausschüsse haben eine ganze Reihe von Informationen zutage gefördert. Sie haben Strukturen deutlich gemacht, sie haben Defizite deutlich gemacht. Nur die Frage ist, ob die Politik insgesamt daraus schon Schlüsse gezogen hat. Ich meine nicht oder nicht unbedingt die naheliegenden. Denn wenn alles darauf hinläuft, dass nun die Kommunikation zwischen Verfassungsschutz und Polizei verbessert wird, ist das sicherlich im Einzelfall mag das sinnvoll sein. Aber sozusagen die Lesart aus dem Versagen der Sicherheitsbehörden jetzt zu ziehen, es hat nur nicht, weil Verfassungsschutz und Polizei nicht miteinander geredet haben, das ist dann doch, glaube ich, eine Verkürzung der ganzen Probleme und auch der Skandale, die zutage gekommen sind. Auch die Stärkung des Bundesamts für Verfassungsschutz, ob das die richtige Konsequenz ist, das müsste man ausführlich diskutieren. Auf der anderen Seite sehe ich schon, dass innerhalb von Länderpolizeien durchaus versucht wird, mit mehr Fortbildung auch diesem Rassismus entgegenzuhalten. Das ist sicherlich nicht einfach, da ein Bild zu zeichnen. Ich habe die pessimistische Befürchtung, dass wir weder eine umfassende, wie sie von der Kanzlerin versprochen war, eine umfassende Aufklärung am Ende haben werden, noch dass tatsächlich aus diesem NSU-Desaster wirklich spürbar gelernt wird. Ich bin da eigentlich ein Stück weit pessimistisch, wobei ich, wie ich es auch sagen will, durchaus positive Entwicklungen auch sehe. Ich glaube, wir müssen einfach den politischen Druck da auch aufrechterhalten. Ganz wichtig auch die Begleitung der Anwälte, der Nebenklageanwälte im Münchner Verfahren, damit dieses Verfahren nicht in Vergessenheit gerät, was wahrscheinlich noch über ein Jahr laufen wird. Und wo es, denke ich, für die Angehörigen der Opfer und für die Nebenklageanwälte auch sehr wichtig ist, dass dieser politische Druck da ist und auch, dass die Öffentlichkeit dorthin sieht, dass hier nicht einfach dieses sang- und klanglos sozusagen zu Ende geführt wird. In Berlin hat der Senat, nachdem er jahrelang nichts getan hat, plötzlich Flüchtlingsunterkünfte per Order die Mufti irgendwo hingestellt. Ob die Infrastruktur da war, ob die Zivilgesellschaft in der Lage war, das überhaupt abzufangen, hat ihn dabei nicht besonders interessiert. Die Bezirke sind auch nicht besonders eingebunden gewesen bei der Vorbereitung solcher Entscheidungen, Zivilgesellschaft schon gar nicht. Also wir hatten so einen Hals und natürlich sind wir trotzdem hingegangen, haben trotzdem versucht zu unterstützen und vor allem gegen die Versuche auf die Straße uns zu stellen, daraus rassistische Mobilisierung zu ziehen. Da hatten wir manchmal schon auch, muss ich sagen, den Eindruck, als ob wir eher das Problem sind und nicht die Nazis. Also wenn ich mir das Agieren der Berliner Polizei in diesem Zusammenhang anschaue. Bianca, wie viel Frust über Nicht-Einbeziehung, über die Köpfe hinweg entscheiden auf der einen Seite und wie viel tatsächlicher Rassismus steckt denn eigentlich in diesen sogenannten besorgten Bürgern? Also wir haben es tatsächlich in vielen Bezirken Berlins derzeit mit der Situation zu tun, dass organisierte Rechtsextreme, Neonazis der NPD, Schulter an Schulter mit vermeintlich besorgten Bürgerinnen und Bürgern gehen. Das war lange Zeit den Neonazis nicht möglich, in Berlin Themen zu finden, wo dies wieder möglich ist. Also, dass sie Bürgerinnen und Bürger für ihre Anliegen auch auf die Straße bekommen. Das hatten wir in den letzten Monaten in Berlin, das haben wir mit Sorge betrachtet. Diese immer viel beschworenen Ängste und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger, die muss man natürlich ernst nehmen.
Da habe ich aber insofern ein Problem damit, als vor allem die Sorgen und Ängste der Flüchtlinge ganz selten Teil der Debatte sind. Inzwischen müssen geflüchtete Menschen wieder Angst haben, dass sie verbrennen in den Heimen, dass sie angegriffen werden von Neonazis oder rassistisch beschimpft und bespuckt werden oder zusammengeschlagen werden von Anwohnerinnen. Das sollte Teil, beziehungsweise das sollte der Mittelpunkt unserer Debatte sein und Auseinandersetzung. Ich kann immer nur Menschen daran bemessen, was sie vor Ort tun. Das heißt, ich weiß, niemand möchte als Rassist beschimpft werden. Aber diese Menschen, die mit Neonazis auf die Straße gegangen sind und es immer noch tun, müssen sehr wohl sich damit auseinandersetzen, dass sie aus diesen Demonstrationen nicht weggegangen sind, nicht eingegriffen haben, wenn rassistische Forderungen, rassistische Anliegen dort formuliert worden sind. Und damit sollten wir uns natürlich vor Ort auseinandersetzen. Das heißt aber auch, dass diejenigen Menschen, die einen Informationsbedarf haben bezüglich der Flüchtlingsunterbringung, das ist tatsächlich in Berlin und andernorts katastrophal gelaufen, die müssen ihre Informationen bekommen. Wer kommt da an Flüchtlingen? Wo werden die untergebracht? Selbstverständlich gibt es auch soziale Problemlagen vor Ort. Also das heißt, natürlich muss auch die soziale Frage gestellt werden. Natürlich haben wir zum Teil zu wenig Kita-Plätze vor Ort etc. Aber wir sehen immer wieder, die soziale Frage wird von Bürgerinnen und Bürgern hier in Berlin dann gestellt, wenn es ihnen möglich ist, das auf dem Rücken von schwachen Gruppen auszutragen. Und da muss Parteipolitik, da müssen die politisch Verantwortlichen in den Bezirken ganz klar sagen, hier werden sozusagen Rassismen bedient, hier gibt es eine ressentimentbeladene Debatte auf dem Rücken von geflüchteten Menschen, die unseren Schutz brauchen. Und da sehe ich aber, dass da die politischen Parteien sozusagen immer wieder Angst haben um ihre Wählerinnen und Wähler. Denn wir haben es ja mit dem Rassismus in der Mitte der Gesellschaft zu tun und mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Das heißt, Politik muss das Problem vor Ort beim Namen nennen. Selbstverständlich brauchen wir eine andere Flüchtlingspolitik, nämlich die hier Menschen endlich nicht mehr wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Das Dritte ist, wir brauchen Schutzkonzepte für die Unterbringung von Flüchtlingen. Wir brauchen eine Polizei, die endlich nicht nur die Flüchtlinge schützt, sondern auch die Menschen, die sich für Flüchtlinge einsetzt. Und wir brauchen natürlich auch Antifaschistinnen und Antifaschisten vor Ort, die sich den Rassistinnen, den Anwohnerinnen, die gegen Flüchtlinge auf die Straße gehen, in den Weg stellen. Und ich bin auch ganz stolz darauf, dass meine Partei bei all diesen Dingen nicht wackelt und dass wir hier in Berlin in den letzten Jahren, aber auch in Brandenburg und auch in vielen anderen Landesverbänden immer da waren, wenn es Not tat. Es sind immer noch viel zu wenige und ich hoffe, es werden mehr. Eine letzte Frage noch habe ich an dich, Hans. Hannah Arendt hat 1950 geschrieben, dieser allgemeine Gefühlsmangel, auf jeden Fall aber die offensichtliche Herzlosigkeit, die manchmal mit billiger Rührseligkeit kaschiert wird, ist nur das auffälligste äußerliche Symptom einer tief verwurzelten, hartnäckigen Weigerung, sich dem tatsächlich Geschehenen zu stellen. Wir diskutieren heute über die Reparationsleistung an Griechenland, über die Frage, inwieweit ja eigentlich ein Schlussstrich gezogen sein sollte durch die 2+4 Verträge oder was auch immer. Wir haben immerhin im Land Brandenburg einen Tag der Befreiung und wir haben in Berlin einen entsprechenden Antrag ebenfalls ins Abgeordnetenhaus eingebracht. Wir wissen aus Umfragen, immerhin 75% der Deutschen wollen einen Tag der Befreiung als Gedenktag auch tatsächlich anerkannt bekommen, aber es ist doch das Bohren dicker Bretter. Wir haben heute nicht nur Stefan Dörnberg gehört, wir haben nicht nur unsere Genossinnen und Genossen heute hier geehrt und ihnen auch unseren tief empfundenen Dank ausgedrückt für ihr jahrelanges Engagement. All das wäre ohne die Zeitzeugen nicht möglich gewesen, die immer wieder die Mehrheitsgesellschaft konfrontiert haben mit dem, was geschehen ist. Die Mehrheitsgesellschaft, die nicht wissen wollte oder die versucht hat, das Geschehene zu verdrängen, beiseite zu schieben, sich dazu nicht zu verhalten. Jetzt kommt langsam eine Zeit, in der die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen nicht mehr da sind. Hans, was bedeutet das für die antifaschistische Arbeit? Was bedeutet das für die Aufklärungsarbeit der VVN, BDA, aber auch aller anderen Antifaschistinnen und Antifaschisten? Für alles, die sich damit beschäftigen. Ich finde, die Antwort, die der Senat hat,
das Fach Geschichte gewissermaßen als solches abzuschaffen und es in irgendeiner anderen Form zu integrieren, ist schon mal der falsche Schritt, weil ich denke, um also zu einem Bewusstsein über Geschichte zu kommen, muss man eigentlich ja wissen, was da passiert ist, damit um dann es zu vergleichen, vielleicht auch damit, was ist denn heute eigentlich ähnlich? Denn es passiert doch nur, dass man an Menschen herankommt, wenn die Geschichte sich mit ihren gegenwärtigen Fragen verbindet oder wir sie damit verbinden. Ja? Und insofern erleben wir ja, dass eben es doch viele Projekte gibt, die sich mit diesen Themen auch beschäftigen. Es sind noch zu wenige, aber die solche Projekte machen, Theaterstücke über eine Widerstandskämpferin oder was war bei uns im Kiez und anderes. Oder in einfach mal nochmal gucken, was haben wir denn bei uns da im Kiez für Namen und daraus eine Broschüre machen, die Schüler und darum. Also das, was da ist, einerseits wiederum überhaupt bekannt zu machen und in diesen Diskurs mit der Geschichte einzusteigen, mit den Fragen, die Bianca und Christoph hier auch schon mit angeschnitten haben. Und ich